Das sind die Highlights der State of Play. Death Stranding 2. In der Fortsetzung des ersten Teils, der von vielen als DHL-Simulator getauft wurde, geht Sam außerhalb von Amerika auf Mission, um die Menschen weiterhin zu vereinen. Silent Hill 2 und Silent Hill The Short Message. 2024 bekommen wir nicht nur ein Silent Hill 2 Remake, sondern auch ein komplett neues Silent Hill Spiel. Kleiner Bonus, es ist free to play, wenn man eine PS Plus Essentials Mitgliedschaft hat und kann direkt gedownloadet werden. Stellar Blade. Endlich wurde Stellar Blade gezeigt. Das koreanische Bayonetta überzeugt mit einer schönen Grafik und grafischen Kämpfen. Dragon's Dogma 2. Auch hier wurde viel Gameplay gezeigt. Hierbei erinnert Dragon's Dogma 2 sehr stark an das Gameplay von Monster Hunter. Was waren eure Highlights?